Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Und Losli Küchen. Küchen, die begeistern. www.losli.swiss. Die Schweiz ist ein Land von Erfindern und Tüftlern. Niemand auf der Welt sind pro Kopf so viele Patente angemeldet wie bei uns. Grüezi und willkommen beim Fenster zum Sonntag. Heute stelle ich Ihnen Menschen vor, die das umsetzen, was sie im Kopf haben. Wie man auf eine Idee kommt und wie man sie realisiert, das ist sehr unterschiedlich. Doch etwas haben die meisten Querdenker gemeinsam. Sie alle wollen die Welt ein kleines bisschen besser machen. Umweltfreundlich und effizient fliegen. Das ist der Traum von Rolf Stuber. Er entwickelt ein Hybrid-Elektrik-Flugzeug. Nachhaltig und rentabel bauen. Das ist der Wunsch von Daniel Mag. Das Tierwohl steht für ihn im Vordergrund. Und einem Kind mit Behinderung eine Zukunft schenken. Das will die Familie Ferraro. Aber der Weg bis zur Adoption ist lang. Der Optiker Chris Dungar beobachtet, dass Verspannungen oder Fehlhaltungen auch die Folge von einer Sehschwäche sein können. Immer mehr fängt er an, das Thema zu erforschen und wird so zum Pionier der Augenkinetik. Wutz Optik in Thun. Neben Brillen und Kontaktlinsen wird hier ein Extra angeboten: Augenkinetik. Wir sind Optiker, also wir machen Brillen für das scharf Sehen. Die Augenkinetik geht aber einen Schritt weiter. Die Augen haben einen grossen Einfluss auf das Haltungssystem. Somit schauen wir das Haltungssystem gleichzeitig an für unsere Brillenglaswahl. Einen Termin zur Nachkontrolle hat Mirjam Bircher. Vor einigen Monaten hat sie ihre erste Kinetikbrille bekommen. Die meisten Leute, die uns aufsuchen, die haben Kopfweh, vor allem Nackenverspannungen, harte Muskulatur. Ja, vor allem einseitige Sachen und auch Migräne, so, das sind die häufigsten Symptome. Ja, passt das so? Ja. Gut. Der neue Ansatz ist, dass wir den Menschen ganzheitlich betrachten. Also möglichst viele Aspekte, in erster Linie eben das Haltungssystem. Das bedingt, dass wir interdisziplinär arbeiten. Also wir haben ganz viele Kontakte zu Fachleuten. Das sind in erster Linie Therapeuten, Osteopathen, Physiotherapeuten, Leute, die mit Haltung zu tun haben. Der Austausch mit ihnen, das ist eine der Sachen, die neu ist. Die ganzheitliche Methode verändert die Bestimmung der Brillenwerte. Und im Stehen haben wir halt das ganze Haltungssystem aktiv. Wenn man sitzt, ist es vom Gürtel an aufwärts. Und wenn man steht, dann ist es von den Füßen an bis zum Kopf, wo alles zusammenspielt. Und so können wir eben stehend viel mehr beobachten, weder dass es im Sitzen möglich ist. Mit der Wahl des entsprechenden Brillenglases entsteht eine Kinetikbrille. Mirjam Bircher spürt deutliche Veränderungen. Ich konnte nicht mehr laufen, also aufwärts. Ich habe einfach die Bewegung gegen oben, beim Bergauflaufen, beim Wandern, beim Biken, wenn wir jetzt Velo tragen, ist das einfach nicht mehr gegangen. Ich hatte extreme Schmerzen. Und jetzt habe ich wirklich keine Schmerzen mehr. Wenn ich die Brille anhabe und wenn sie abziehe, merke ich das wirklich ganz extrem schnell. PC, zwei nebeneinander. Begonnen hat alles vor 20 Jahren. Damals war Chris Dungar an der Meisterschule Lehrer für Brillenglastechnologie. Immer wieder fällt ihm auf, dass viele Menschen den Kopf geneigt halten. Man macht das Gleitsichtglas, das hat ein Leseteil unten drin. Und wenn der Kunde den Kopf schief hat, dann ist es für mich logisch gewesen, dann schaut er nicht durch den richtigen Ort. Also bin ich der Frage nachgegangen, warum der Kopf schief ist. Ich bin ein gewunderiger Mensch. Wenn ich etwas beobachte, dann will ich die Sachen verstehen. Ich bin aber auch ziemlich bald mal auf Therapeuten zu, die sich auskennen in diesem Fachgebiet und habe ihre Ansichten verglichen. So in dieser Arbeit kommt man aber dann schlussendlich auf Antworten, die verheben. Und mit der Zeit, wo immer mehr Beobachtungen und immer mehr Erfolg sich zusammengereiht, dann habe ich langsam erkannt, dass Gott einen Weg mit mir geht und dass ich da etwas wunderbaren Weg miterleben und beobachten darf.
Für die Dekoration des Ladens ist Anna, die Frau von Chris Dunga, zuständig. Für sie ist es eine Möglichkeit, ihre persönliche Überzeugung auszudrücken. Ich finde Dekorieren etwas Wunderschönes. Und als wir das Geschäft übernommen, Chris und ich, habe ich auch fest so auf das Herz bekommen, dass wir in unserem Schaufenster immer wieder die Schöpfung von unserem Gott präsentieren. Der Schritt in die Selbstständigkeit war für das Ehepaar ein grosses Wagnis. Wir haben einfach beide gespürt, Gott hat von Anfang an zu uns beiden geredet. Ich habe auch gehört, dass wir diesen Schritt wagen für die Selbstständigkeit. Und wir haben so viele Sachen mit Gott erlebt und seine Führung erlebt, dass ich mir nicht überlegt habe, haben wir denn mal Erfolg. Die Anfangsjahre waren finanziell schwierig. Mittlerweile ist das Kinetik-Konzept erfolgreich. Seit 5 Monaten trägt Markus Aschwanden eine Kinetikbrille. Heute steht ein Kontrolltermin an. Wenn ein Augenfehler vorliegt, dann gibt es eine Fehlinterpretation, die schlussendlich zu einem Schultervertreib oder zu einem Hüftschiefstand kommt. Und wenn man den Fehler aufhebt, dann tut sich der Körper nachher wieder ausrichten. Also jetzt sehen wir, die Schultern sind gleich hoch, gerade, respektive 2 mm. Und so ist es gerade. Markus Aschwanden ist Ausdauersportler. Die Wahl der richtigen Brillengläser bewirkt bei ihm eine Verbesserung seiner Laufleistung. Ich war vielleicht auch zuerst skeptisch, als ich hierher gekommen bin. Wenn du gewisse Dinge Sport machst, dann versuchst du auch das zu optimieren, mal etwas Neues auszuprobieren. Was ich festgestellt habe, jetzt wirklich die Trainings, seitdem dass ich das habe, dass ich wirklich die Belastung von den Beinen 50 zu 50. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass nachher die Beine viel weniger hart sind. Also das sagen wir auch. Masseurin, die ich regelmässig gegangen. Das war doch für mich ein Erfolg. Das meinst, kontrollieren. Das ist wirklich weg. Mhm. Was das Schöne ist, die Hüfte war noch nicht ganz gerade im Oktober und die haben wir jetzt gerade stellen. Also das hat sich jetzt durch das Adaptieren von der Korrektur sich noch können einstellen. Seit Oktober 2014 führen Anna und Chris Dunga ihr Optikergeschäft in Thun. Nicht immer stoßen sie mit der Augenkinetik auf positive Resonanz. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das nicht so toll finden. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich jemanden auf einen Hüftschiefstand angesprochen habe. Und ich fand das schwierig. Ja. Man muss aber schon sagen, wir haben so viele tolle Geschichten, dass das wirklich ein verschwindend kleiner Teil ist. Auseinandersetzungen über das Thema Augenkinetik empfinden sie als Bereicherung. Oft stellt man im Nachhinein fest, ja, da ist eine ehrlich gemeinte, kritische Frage dahinter, wo, wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man, da gibt es andere Blickwinkel. Und das hilft einem schlussendlich dann weiterzukommen, wenn man die Sache auch wieder mal von einer anderen Seite her sieht. Für mich ist es wichtig, die Sache und die Person zu trennen. Man kann gut über die Sache diskutieren und jeder ist frei und darf doch seine Ansicht haben. Kinetik ist ein fortlaufender Prozess. Also das Konzept ist noch lange nicht abgerundet. Wir haben schon ganz, ganz viel herausgefunden und gleich sind Fragen rum. Und dann ist auch ein Weiterentwicklungsprozess, dass wir das gerne multiplizieren wollen. Dass andere Leute auch darauf einsteigen, dass auch unter Optikern ein Fachaustausch stattfindet. Und irgendwann spüre ich, dass eine Multiplikation kommt. Fliegen belastet die Umwelt. Viele reden davon, nur wenig machen auch etwas dagegen. Der Linienpilot Rolf Stuber träumt von einem innovativen Flugzeug für 4 Personen, das umweltschonend fliegen kann. Zusammen mit seinem Team setzt er alles daran, dass diese Idee wahr wird. Ich habe ihn in Grenchen besucht. Das ist sie, die Smartflyer AG. Hinter dieser Tür tüftelt Rolf Stuber seit Jahren an einem neuen Flugzeugtyp mit einem sogenannten Hybrid-Elektrikantrieb. Grüezi, Herr Stuber. Grüezi, Frau Baumann. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Grüezi, Frau Baumann. Herr Stuber, ein Hybrid-Elektroflugzeug. Was muss ich mir darunter vorstellen? Gehen wir doch gerade zum Herzstück dieses Antriebs, nämlich dem Elektromotor. Ihr seht, hier haben wir den Propeller. Der wird also angetrieben von einem Elektromotor.
Elektromotor ist extrem effizient, ruhig und damit emissionsfrei. Und ihr seht, klein gebaut, ist in dieser Art, wie er hier steht, etwa 50 Kilo und hat eine Leistung von 230 kW, entspricht etwa 350 PS. Ist extrem einfach aufgebaut und beinhaltet die Sicherheit von zwei Motoren in einem. Was ist denn das Innovative am Smart Flyer? Was kann der, wo andere Flugzeuge nicht können? Das Innovative ist die Kombination von einem Elektroantrieb mit einem hybriden Range Extender und eine neue Konfiguration, wo der Propeller auf dem Seitensteuer oben ist und nicht vorne am Rumpf. Das hat grosse Einflüsse auf die Aerodynamik, auf die Effizienz des Flugzeugs als solches. Sie sind selber Linienpilot bei der Swiss, haben auch lange für das Militär Helikopter geflogen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, selber etwas Neues zu entwickeln? Ich wollte eigentlich schon immer ein Flugzeug selber bauen. Und, ich habe gemerkt, der Antrieb entspricht nicht meinen Vorstellungen und ich bin dann gleich mal auf einen Elektromotor gekommen. Elektromotor gibt es aber nicht einfach so, dass man die kaufen und im Bausatz zusammensetzen kann. Die habe ich gemerkt, da muss man selber anfangen, entwickeln und forschen. Und den Antrieb, den gibt es ja, glaube ich, schon? Der Antrieb, den gibt es. Wir sind voll im Prüfen von diesem Antriebsstrang. Und zwar sehen wir hier einen konventionellen Verbrennungsmotor, Vierzylinder mit einer elektronischen Einspritzung. Der ist mechanisch gekoppelt mit dem Generator, der hier vorne ist. Der produziert Wechselstrom, geht nachher hier in den Inverter, wo Gleichstrom produziert wird und Batterien lädt. Was ist denn das Ziel dieser Entwicklung? Dass man einerseits den Lärm verringern kann, weil wir rein elektrisch um den Flugplatz herum operieren, starten, landen rein elektrisch. Und andererseits die Gesamteffizienz des Flugzeugs verbessern kann. Jetzt ganz konkret, wie viel Treibstoff könnte man denn einsparen mit dem Smart Flyer, zum Beispiel auf einer Strecke Zürich-Genf? Ein herkömmliches Flugzeug braucht etwa 50 Liter auf dieser Strecke. Mit dem Smart Flyer kommen wir mit der Hälfte aus. Was ist denn das für ein Modell? Das ist ein Modell, wo wir schauen, wie der Pilot gewisse Schalter erreicht. Wir können ja nicht nur einen Antriebsstrang bauen, wir bauen auch einen ganz neuen Rumpf, ein neues Flugzeug, damit der hybrid-elektrische Antriebsstrang richtig zum Zug kommt. Wo stehen wir heute, dass der Smart Flyer fertiggestellt werden kann? Was braucht es noch? Wir sind gerade nebst dem Test des Antriebsstrangs sind wir dran, an der Zelle, also am Flugzeug selber, zu entwerfen, zu berechnen und die Aerodynamik zu finalisieren. Und ihr seht hier, unser Zeichner ist gerade am Werk mit der CAD die Detailauslegung zu machen vom Rumpf. Auf wann hoffen wir denn, dass der Smart Flyer abheben soll? Wir planen mit Frühling 2021 für den Erstflug. Danke vielmals, Herr Stuber, und weiterhin viel Erfolg. Danke euch. Der Daniel Mag ist ein innovativer Biobauer. Immer wieder sucht er nach Lösungen, wie er möglichst nachhaltig und doch rentabel wirtschaften kann. Für ihn ist klar, die Milchkühe gehören im Sommer auf die Weide. Aber wie klappt es mit dem Melken, wenn die Parzelle nicht gerade neben dem Hof ist? Zeit zum Melken auf dem Hof Wiesengrund in Oberglatt. Daniel Mag ist auf dem Weg zu seinen Kühen, die von März bis Oktober auf der Weide bleiben. Wir haben ein Weidemobil. Wir gehen raus auf die Weide melken. Und das ist super. Dann kannst du morgen zuerst auf die Weide, kannst du melken und kommst wieder heim. Und hast eigentlich gemistet und Gülle geführt und alles miteinander. Im Stall fällt für Bauer Marx so keine Arbeit mehr an. Früher wurden die Kühe zweimal täglich zum Melken nach Hause geholt, mussten weit laufen und gefährliche Straßen überqueren. Darum habe ich das gedacht und dachte, wenn du draußen melken könntest, wäre eigentlich das Ringste. Er beginnt nach Alternativen zu suchen und entdeckt, dass im Ausland oft mit Weidemobilen gemolken wird. In Belgien macht das jeder Bauer. In der Schweiz bin ich, glaube ich, der Einzige, der das so konsequent durchzieht, der zu Parzellen geht, weiden. Und so muss ich nicht immer um den Stall um die Weide haben, sondern kann so verschiedene Parzellen haben. Und darum mache ich das. Ich mache immer das Einfachste und das Logischste, was für mich stimmt.
Seit 4 Jahren ist sein Weidemobil nun im Einsatz. Die Kühe kommen durch den Melkstand durch. Ich habe das Lockfutter, das dann reinkommt. Und dann melke ich sie melken und zuletzt lasse ich sie eigentlich wieder raus. Wir sagen denen 5-Ständli-Milch. Das erste Ständli ist eben, dass man es auf der Weide melken, nur Gras, etwas anderes. Das zweite ist kein Antibiotika. Das dritte ist wieder eine Muni, einfach die Natur so lassen. Und das vierte möchten wir es eigentlich fair in der Region vermarkten. Und das fünfte ist halt ein fairer Preis, wo wir eigentlich die ganzen Kosten können eigentlich finanzieren können. Und das ist noch der schwierigste Punkt. Den Betrieb hat Daniel Mark von seinen Eltern übernommen. Bei aller Innovation. Eines hat sich nicht geändert. Mein Vater hat schon immer gesagt, Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich merke das länger in Miami. Ich kann viele Sachen ausstudieren, ich kann Sachen überlegen. Und das Letzte muss Gott das Gelingen geben. Und das bin ich fasziniert, wenn hinten nach dieser Schwierigkeit oder nach dem Problem etwas entsteht, wo ich immer wieder staune. Dann ist das für mich eine Dankbarkeit und merke, das hat jemand anderes organisiert. Susanne und Daniel Mark führen den Hof Wiesengrund seit 2001. Sie haben umgebaut und beleben den Betrieb mit frischen Ideen. Feiern im ehemaligen Saustall ist eine davon. Der Dani ist wirklich ein Macher. Das ist das Coole bei ihm. Er studiert und tut es nicht nur träumen, sondern er bringt es wirklich auch zusammen halt auf den Boden. Jetzt den Raum, den haben wir zuerst angedenkt und haben ihn umgesetzt. Also das Ganze auf Bio umstellen, andenken und dann die ganze Umstellung haben wir gemacht. Es gibt ganz viele so Sachen. Das ist unsere Hochzeitsweite. Die Brautpärchen, die hier heiraten, dürfen hier schlafen. Wir haben aber auch viele Geburtstage oder auch Firmenanlässe. Der Dani hat einen Blockbaukurs gemacht und hat dann nachher unser Ehebett zuerst gezimmert und dann war das Hütchen dran und nachher ist der Stall gebaut worden. Im Juni 2016 fertig geworden ist der große Rundholzstall. Alle Baumstämme kommen aus einem Umkreis von 40 Kilometern. Wir hatten den alten Stall und die Normen nicht mehr gestimmt haben. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, was passt zu mir. Ich liebe es mit Rundholz bauen, das ist eine Leidenschaft von mir. Und habe gesagt, wenn ich einen Stall baue, dann baue ich selber und mit Rundholz. Gedacht, gemacht. So plant und baut Daniel Mark seinen Stall selbst. Wir haben vorne angefangen, ein Stamm unter anderem, und da sind x Arbeiter geholfen. Und so haben wir es miteinander gestellt. Und super gewesen, hat Spass gemacht, das zu stellen. Das Besondere an diesem Stall ist das große Glasdach, das Licht und Wärme in den Rundholzbau bringt. Ja, da haben wir einen Feigenbaum. Mein Traum wäre ein Mangobaum, wenn man die Wärme hinbringen würde, oder einen Bananenbaum oder irgendeine Ananas, verschiedene exotische Früchte hinbringen. Wir probieren die Sachen aus, was könnte man noch machen? Ein bisschen Versuchsbetriebe. Anstatt die Kälbchen von den Müttern zu trennen, hält Bauer Mark extra eine kleine Gruppe Mutterkühe. Wir machen muttergebundene Milchproduktion, ist auch viel einfacher. Und Kälbchen wachsen und gedeihen besser und es ist natürlicher. Daniel Mark hat bereits die nächste Idee im Kopf, um seine 5-Sterne-Milch zu vermarkten. Wir produzieren die nachhaltigste, ökologischste Milch. Und unser Ziel ist, eigentlich, die Milch können nachher direkt vermarkten. Das heisst, wir machen eine Käserei in alten Stallien, einen Hofladen und möchten eigentlich da die Milch vermarkten. Auch Rachel und Marco Ferraro hatten eine Idee, die sie nicht mehr losgelassen hat. Die Amerikanerin und der Basser sind bereits Eltern von 2 aufgeweckten Mädchen, wo sie anfangen, über eine Adoption nachzudenken. Sie wollen einem Kind mit Behinderung eine Chance geben, auch wenn die Hürden hoch sind und das Adoptionsverfahren kompliziert ist. Das ist Cela. Seit Februar 2018 gehört sie zur Familie Ferraro. Heute feiern sie die Adoption mit ihren internationalen Freunden. Die beiden Schwestern, Aviva und Phoebe, freuen sich über ihre neue Schwester. Okay. Mal schnell schauen.
Thank you so much for coming. Thank you so much. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um zu feiern. Sela ist jetzt ein Jahr bei uns. Der Weg dahin war schwierig. Und es gab Tage, an denen wollten wir aufgeben. Wir sind euch sehr dankbar. We are so thankful to all of you. Because you are our friends. Als unsere Freunde und Familie habt ihr uns unterstützt. Wir hätten den dreijährigen Prozess ohne eure Liebe, Gebete und Ermutigungen nicht geschafft. Wir haben relativ früh in unserer Beziehung, schon bevor wir geheiratet haben, darüber geredet, dass wir die Kinder auch adoptieren könnten. Ich habe ein Kind, das nicht mehr ist, lieben. 2012 ist Rachel zum ersten Mal schwanger. Die Ärztin lädt die werdenden Eltern zu einem Gespräch ein. Dann hat es geheißen, die haben eine 1 in 50 Chance, dass das Kind Down-Syndrom hat. Am besten treiben wir ab und dann können das nochmal versuchen. I didn't feel like panic. Oh no. Ich bin nicht in Panik ausgebrochen darüber, wie mein Leben in der Zukunft aussehen könnte. Meine Reaktion war, ich muss dieses Baby beschützen. Dieser hässliche Gedanke, ein Baby zu töten, fühlte sich an, als ob jemand mir eine Ladung Eis über den Rücken ausleert. Wir antworteten, dass wir die Schwangerschaft auf jeden Fall weiterführen werden. Es ist unser Kind und wir wollen es. Die Ärzte haben bei uns noch mal hinterfragt, haben gesagt, sind wir sicher, jetzt sind wir bald bei der 23. Woche. Da wie wir zuerst auf die Welt gekommen, kerngesund, ein riesen Sonnenschein, alles gut. We're gonna be on a show, of course we are. Mit der zweiten Schwangerschaft haben wir die Tests gar nicht erst gemacht, weil wir aufgrund der Resultate nichts gemacht hätten. Beim dritten Kind haben wir dann gefunden, jetzt könnten wir adoptieren. Adoption eines Kindes. Durch die Prognose bei ihrer ältesten Tochter Aviva beginnen Ferraros, sich Gedanken über Trisomie 21 zu machen. Im Adoptionsprozess kommt die Frage auf, ob sie bereit sind, ein behindertes Kind zu adoptieren. Für uns war es kein Grund, ein Kind abzulehnen. Wir haben darauf vertraut, dass Gott uns die Kraft gibt, damit umzugehen. Im Moment, wo wir entschieden haben, ein Kind mit Trisomie 21 zu adoptieren, haben wir beide einen unglaublichen Frieden gespürt. Es war einfach klar, dass ja, doch, das ist das, was wir machen. Und es war halt die Realisierung, dass das Gottes Plan ist. Und er hat das für uns vorbereitet und er hat uns das auch aufs Herz gelegt. In der Schweiz kann man seit Jahren kein Kind mehr mit Down-Syndrom adoptieren. Ferraros suchen deshalb in anderen Ländern. Schon während dieser Zeit bereiten sie ihre Töchter auf ein zukünftiges Geschwisterkind vor. Also da Viva und Phoebe haben sie auf Familienzeichnungen ist sie immer dabei gewesen, sie war immer das Baby gewesen. Wenn wir irgendwie gesagt haben, ja, mal doch ein Bild von uns oder wenn wir Kärtchen gemacht haben für Grosseltern, ist sie immer dabei gewesen. We're a really active family in the adoption process. Wir sind eine sehr aktive Familie. Im Adoptionsprozess habe ich gemerkt, dass sich der Familienalltag verlangsamen wird. Vieles war plötzlich nicht mehr möglich. Wir mussten einfach warten, Geduld haben und darüber meditieren, was Gott tut. Es war eine meditative Pause. In der Bibel, in den Psalmen, steht das Wort Sela zwischen den Musikstücken. Es bedeutet, mach eine Pause oder meditiere. So ist dieses Wort Sela bei uns aufgekommen. Viele fürchten sich, denn man weiß nicht, was man bei einer Adoption bekommt. Es kann viel Aufwand geben. Was ist, wenn das Kind in die Therapie muss oder eine Ernährungssonde braucht? Bekannte haben viele Bedenken geäußert. Oder was ist, wenn das Kind mega schlimm ist? Kannst du es dann wieder zurückgeben? Wobei, auch mit deinen natürlichen oder biologischen Kindern kannst du das ja auch nicht. Aber wir können auch sagen, dass wir in unserer Kirchgemeinde und im Umfeld auch sehr viele Leute hatten, die uns mega unterstützt haben. Wenn man halt den christlichen Beweggrund versteht, dann gibt es wirklich nicht viel, was man daran rütteln kann.
weil wir schlussendlich als Christen die Aufgabe haben, unseren Nachbarn zu lieben. Und unser Nachbar ist halt auch das Kind in einem Waisenhaus. Schließlich findet die Agentur Licht für Kinder in Armenien ein Heim mit behinderten Kindern. Daraufhin reist die ganze Familie nach Jerewan und trifft Sela dort zum ersten Mal. Als wir im Waisenhaus waren, wo wir sie abgeholt haben, haben wir herausfinden, dass sie ganz lange nur Zuckerwasser und Tee zu trinken bekommen hat. Und hat dann halt auch dazu geführt, dass sie sehr unterernährt war, wenn wir sie abgeholt haben. Sie hat, glaube ich, 5 Kilo hat sie noch gehabt, als einjähriges Mädchen, was auch für Down-Syndrom sehr, sehr, sehr klein ist. 3 Monate verbringen Ferraros in Armenien. Sie bleiben, bis alle Abklärungen gemacht und die Papiere zur Ausreise bereit sind. Marco wird von seinem Geschäft unterstützt und kann von dort aus arbeiten. Die Mädchen freuen sich über ihre neue Schwester. Sie sind direkt auf sie zu, haben sie geknuddelt und abgeküsst. In dem Zimmer, wo sie war, haben sie etwa 20 Kinder gehabt, aber nur 2 Hilfskräfte. Das heisst, sie haben nicht unbedingt so viel Zeit gehabt, mit den Kindern zu spielen. Haben dementsprechend auch nicht oft raus können. Darum hat sie halt, wie alle anderen auch sehr oft den Tag verbracht, an die Wand zu schauen oder irgendwelche Gerüchte zu machen. Und hat oft keine Stimulation gehabt. Also sie ist nicht gefördert worden. Darum haben wir auch nicht gewusst, ob sie sieht oder hört, weil sie nicht auf Reiz reagiert hat. And then birds flew over and went, caw, caw. And she looked up over at them. And then we knew she can hear and she can see. Right. We wanted there to adopt the whole orphanage. I wanted to buy the whole orphanage and adopt Phoebe. Take the whole orphanage. And then right on the front of the sign, on the front said, orphanage closed forever. Der 3-jährige Adoptionsprozess kommt zum Ziel. Marco und Rachel werden am 6. Februar 2018 endlich offiziell Eltern von Sela. An diesem Tag bekamen wir ihren Pass und konnten sie endgültig mitnehmen. Wir freuten uns darauf, nach Hause zu gehen und als Familie zu leben. Es war nahezu unwirklich. Marco hat geweint. Marco cried. And we were all super happy. Auch wir möchten jetzt jemanden von Ihnen glücklich machen. Und zwar verlosen wir einen Gutschein von der Woods Optik in Thun im Wert von 500 Franken. Alles, was Sie wissen müssen, wie oder mit was melken Daniel Mag seine Kühe. Schreiben Sie uns die Antwort bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche ist beim Rudi Joserand Elisabeth Schirmer zu Gast. Sie hat sie in der männerdominierten Finanzwelt ganz nach oben geschafft und war lange Bankratspräsidentin. Und in 2 Wochen ist mein Thema «Hoch hinaus». Ich stelle Ihnen unter anderem den Schocki-Weltmeister Elias Lederach vor. Bis dahin wünsche ich Ihnen kreative Zeit. Machen Sie es gut und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch und Losli Küchen. Küchen, die begeistern. www.losli.swiss